So. Hi, da wären wir auch schon wieder mit Final Fantasy V. Im letzten Part haben wir die Festung, die Luftfestung, an der sich ironischerweise der Erdkristall befindet, etwas von ihren Verteidigungsanlagen gesäubert, damit wir jetzt schön da reingehen können. Es war nicht einfach. Wir mussten uns zwischendurch einige Male heilen, aber jetzt sollten wir das jetzt auch per zu Fuß infiltrieren können. Die Ronka-Ruinen. Ronka war die Stadt in der Wüste. Ich mach mal erstmal liebliche Klänge auf. Ich habe jetzt nicht wirklich Bock, dass die da groß was machen können. War die Ruine jenseits der Wüste, die wir gefunden haben, die uns zu unserem Luftschiff gebracht hat. Dort hat sich anscheinend der Erdkristall befunden. Und jetzt haben die Anhänger des Magiers Estef hinbekommen, diese Stadt in die Lüfte emporzuheben. Und das ist aus mehreren Gründen für uns etwas unangenehm momentan. Die droppen einfach ein Mithril-Schild. Okay. Ich glaube, an dem Punkt werde ich nochmal kurz die Fähigkeiten durchgehen und Lena als Zweitfähigkeit Schwarzmagie Stufe 4 geben. Einfach bei Beschwörungen, die sind zwar tendenziell mächtiger, aber das Problem ist, man beschwört meistens dann direkt die mächtigen Zauber. Und wenn man direkt die mächtigen Zauber beschwört, braucht das natürlich auch mehr MP. Und ich will da einfach mehr Abstufung haben. Ich glaube, das ist so eine der Sachen, die mir da recht wichtig sind. Aber jetzt versuchen wir, die Gegner hier erstmal anzuhalten, soweit es geht. Hat auch ganz gut funktioniert. Okay, jedes Geo, das wir hier machen, ist ein Sichelschnitt. Ergibt auch Sinn, wir sind in der Luft. Dementsprechend, und Geomantie ist ja, dass man praktisch Magie aus der Umgebung zieht. Dementsprechend wenig verwunderlich. Okay, irgendwie verwirrt mich, dass hier der Boden die ganze Zeit hin und her geht. Ich war kurz am Überlegen, ob ich die Steinmasken analysieren soll, aber die gehen halt bei einem Windschnitt down. Das ist doch in manchen Hinsichten ganz schön angenehm. Und die Magier können danach auch nicht mehr viel aushalten. Das heißt, Geomantie ist hier, glaube ich, echt Gold wert. So, das hier sieht so aus, als ob es eine Falle wäre. Eine Goldrüstung erhalten. Gold ist ja an sich nicht so wirklich stabil. Ja, anscheinend schon. Okay. Ich meine, ich nehm's. Und Galuf nimmt's noch sehr viel lieber. Okay. Diese Ebene hier ist überhaupt nicht verwirrend oder so. Nein, nein. Verhexter Fächer. Hm. Ja gut, dass die mit Luft angreifen. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Wie stehen die denn zu Blitz? Wir sollten die generell mal analysieren, schauen, was die so können. Je nachdem entscheiden wir, was wir mit Lena jetzt machen. Keine Schwachpunkte und sind im Schwebezustand. Okay. Das heißt, sämtliche Formen von Erdmagie können den Dingern wenig ausmachen. Was uns aber nicht stört, wenn wir sie einfach mit Eis bewerfen, weil das ist... Letztes Mal, als ich gecheckt habe, war das keine Erdmagie. Und ein Sichelschnitt dürfte denen vielleicht auch wehtun. Nein, das heilt die. Das habe ich befürchtet. Ja gut, und weil wir die jetzt so wunderbar geheilt haben, müssen wir wohl leider ein Blitzrad draufwerfen. Ist natürlich unschön. Das heißt, Bart ist gegen diese Gegner eher useless. Sehen wir natürlich ungerne. Und auch Lena macht mit ihrer schwarzen Magie nicht mega viel Schaden. Und wir sehen ja, dass die mit Aera dann durchaus auch Damage machen können. Aber wenn hier jemand Damage machen kann, und Galuf hat sich direkt herausgefordert, gefühlt so, was, ihr könnt Damage machen? Ach, wisst ihr, kann das ganz zufällig auch. Aber ich muss sagen, liebliche Klänge sind
Also ich finde sie an dem, ich finde sie wirklich fast woke gegen normale Gegner, weil da, weil sie damit praktisch einzufrieren ist wirklich. Es wirkt unfair. Es wirkt unfair. Aber wir nehmen es mit. Weil, wieso sollten wir nicht? Das Spiel gibt uns die Möglichkeit. Und im Gegensatz dazu, einfach einem Guide zu folgen, haben wir uns das an der Stelle dann doch selbst, sag ich jetzt mal, erdacht. Ein Dunkelbogen. Oh. Ist das nicht, kommt der vom Dunkelberg, von dem, den man aus einer gewissen Serie kennt, wo sich jemand immer wieder drüber aufregt? Wer weiß schon, wer weiß. Elixier, Und vor allem kann Dunkelbogen Lamia. Okay, kann Dunkelbogen halt auch gegen viele Gegner nützlich sein. Anfällig für Eis. Okay, dann, ich wollte gerade sagen, dann wechseln wir mal auf unseren Eisbogen, aber Galuf denkt sich so, nö. Keine Sorge, meine Lieben, braucht ihr alles nicht machen. Und dann muss man auch nicht da, und mit dem Dunkelbogen muss man natürlich auch nicht darauf achten, ob die Gegner immun gegen das sind, was man davor hat, weil ja, also damit kann man halt keinen Gegner heilen, weil es praktisch normaler physischer Schaden ist und in keiner Hinsicht auf einer elementaren Ebene angreift. Was ganz nett ist. Hier sieht man dann auch wieder, was für einen Riesenunterschied das stellenweise einfach machen kann. Ob man einen Gegner dann praktisch in der Zeit anhalten kann mit dem verführerischen Dings oder nicht. So, das hier führt uns mal ganz kurz auf Ebene 4 und wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder runter. Damit wir, ja, lass mal Galuf kurz angreifen, weil dann hat sich die Sache eventuell schon erledigt und hat sie auch. Damit wir dort die Schätze sammeln können auf der anderen Seite. Oder sogar auf Ebene 2 die Schätze sammeln können. Tut mir leid, das ging nicht auf 2 hoch, das geht jetzt. Oder auf Ebene 5 das sammeln können. Ich schätze mal, hier geht's halt nicht tatsächlich weiter. Ach, Kaio Bufo. Merkwürdiger Name. Analysieren wir die Dinger erstmal. Und Galuf denkt sich mal wieder, Analyse. Für sowas brauche ich hier nicht. Anfällig für Eis. Na dann. Werden wir hier auch mal ganz unauffällig auf den Frostbogen wechseln und angreifen. Ich schätze mal nicht, dass sie haben nicht Aero im Namen, deswegen schätze mal nicht, dass sie einen Windschnitt absorbieren werden. Man kann sich nie sicher sein, deswegen auch, ja doch, das macht guten Damage. Nehmen wir also mit. So, was bringt uns jetzt hier oben zu sein? Bis jetzt nur bedingt viel. So, das ist eine Gegnergruppe, die praktisch darauf wartet, Gaia zu werden. Warum, hat man gerade gesehen. Aber es ist halt immer noch so absurd, was ein Berserker mit, wie heißt die Fähigkeit nochmal, zweihändig, was der für ein Damage macht. Es ist straight up absurd. Aber hey, dafür kann man, dafür ist Berserker nicht so ganz die facettenreichste Rolle auf dieser Welt. Ich glaube, da haben wir gerade schon einen Vorboten dafür auf einem Boss gesehen, den wir nachher bekämpfen werden. Auch interessant. Ach komm schon, Fares, wieso? Fares, kannst du mal bitte treffen? Das ist tatsächlich gar nicht mal so unwichtig, Gegner zu besiegen. Falls du das eventuell vergessen hast. Hier kriegen wir eine High Potion. Wir können hierhin runter.
Wieso gibt's hier so viele verdammte Wege? Wisst ihr was? Ich fange hier mit einem Gaia an. Einfach für die Ritter, weil der Fächer, der hat eh Full HP. Hauen wir mal einen Feuerer drauf, damit sollte der Ritter tatsächlich auch der Vergangenheit angehören. Noch nicht ganz, aber gleich. Gleich, wenn Fares mit ihm fertig ist. Maybe. Ja, doch, das mögen wir doch zu sehen. Und jetzt Gallo, komm, beende es. Sehr schön. Ohne Witz, diese ganzen Wege hier, die verwirren mich so immens. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen hier Sinn der Sache, also... Naja. Ja, komm, Fares, erledige sie einfach. Die Lamia, sehr schön. Ich glaube, da haben wir gerade schon einen Story-Teaser gesehen. So Sachen, die passieren werden. Ich gehe einfach mal hier runter, weil ich mir denke, ja, hey, hier könnte es vielleicht irgendeinen Bonus-Stuff geben. Aber ich habe mich beschleicht so langsam das Gefühl, das alte RPG-Gefühl, verdammt, wir sind, glaube ich, aus Versehen richtig gegangen. Komm schon, ihr wisst genau, wovon ich rede. So, man will eigentlich alle Schätze mitnehmen, nur damit man dann aus Versehen richtig geht. Es ist gerade ein Struggle, den viele Leute, die so klassische RPG spielen, vermutlich sehr gut nachvollziehen können. Ja, die Sache ist... Ich habe das Gefühl, die Lamia können ganz gefährlich sein. Aber ich habe keinen Bock, das herauszufinden. Und unsere Truppe ist auch tatsächlich sehr effektiv gegen die, weil wir halt doch mit unserer Gruppe einen recht hohen Damage-Output haben können. So, das dürfte zumindest schon mal ein paar von denen erledigen. Oh, Fares hätte es jetzt wunderschön beenden können. Naja, Krötengesang, oh no. Was hätte das gemacht? Ich bin nur sehr froh, nicht herausgefunden zu haben, was es macht. So am eigenen Leibe. Oh warte, hier sind wir hochgekommen. Ups. Ah, hier Gaia, perfekt. Weil ich habe mir so gedacht, ja, komm, ich wechsle mal einfach ein bisschen da durch. Einfach, weil Gaia so wertvoll ist gegen jede Gegnergruppe mit den Steinmasken. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was die gefährlich macht. Und sagen wir es mal so, ich habe nicht vor, es herauszufinden. Ah, aber es kommt vielleicht auch eine Schallwelle hier raus, gut zu wissen. Und ich bin sehr froh, nicht das zu machen, was ich fast gemacht hätte, nämlich niemanden jemals Geomantie beizubringen. Weil ich merke an der Stelle hier die ganze Zeit, wie unglaublich wertvoll das ist. Ich meine, es erleichtert mir hier die Kämpfe so sehr. Gerade weil Geomantie halt keine MP erfordert, macht's das so gut. Ein Kraftreif. Oh, der Elfenmantel ist gut. Kraftreif. Ja, komm, Fares braucht ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Elfenmantel. Agilität und Magie geht hoch. Ja komm, geben wir es Barz. Er ist ja immer noch für unsere Weißmagie zuständig.
Und ich weiß, dass das noch wichtig werden kann. Auf die ein oder andere Weise. Okay, damit GG. Die Gegnergruppe ist down. Mit nur zwei Angriffen eine Gegnergruppe von vier down zu bekommen, ohne auch nur einen Punkt MP zu verbrauchen. Habe ich eigentlich gesagt, wie absurd das ist? Allerdings muss man halt auch sagen, dass dadurch, dass wir halt einen Berserker und einen Geomanten in der Gruppe haben, unsere Gruppe natürlich nicht die facettenreichste ist. Also gerade in Bosskämpfen kann das uns früher oder später tatsächlich zum Verhängnis werden. Just saying. Also es hat nicht nur Vorteile. Aber es hat schon einige Vorteile. Wie zum Beispiel, dass... Also im Kampf gegen normale Gegnergruppen ist das schon sehr nützlich, wie man merkt. Aber das heißt auch, dass ich eventuell für Bossfights meine Gruppe leicht umstellen werde. Also Barts wird niemals die Weißmagie loswerden. Aber wenn wir zum Beispiel einen Bossfight beim ersten Versuch nicht schaffen, weil zum Beispiel Barts recht uneffektiv wird, dann ist natürlich definitiv eine Idee zu sagen, okay, wie wäre es, wenn wir, dann werden wir ihm natürlich Zeitmagie geben. Einfach damit er unter Umständen dann halt eben durch Hast auch unseren in dem Kampf effektivsten Gefährten seinen Beitrag leisten kann. Ich denke, das ergibt dann auch soweit Sinn. Wo bin ich? Ah, okay, ich bin hier an der Säule, okay. Verdammt, ich glaube, wir sind wirklich aus Versehen richtig gegangen. Wenn man sieht, dass es hier einen Checkpoint gibt. Warte, kann man hier... Nein, hier kann man nicht durch. Naja, zählten wir mal. Eine Runde, habe ich gehört. Und speichern. Weil ich will nicht nochmal durch dieses Labyrinth rennen. Ich denke, das ist eine Sache, die man sehr gut nachvollziehen kann. So, Fares, erledige mal die gute Lamia. Aber ich merke auch gerade, dass wir rennen hier schon... Wir haben diesen Part, der jetzt schon... wo wir nicht mehr am Anfang von sind, so viel kann ich schon mal sagen, sind wir praktisch nur in den Ruinen rumgelaufen. Eine Hydra. Okay. Das ist ein bisschen unangenehm. Versuchen wir erstmal, ob wir die mal schön einfrieren können. Ja, können wir sogar. Was gibt die Analyse? Analyse sagt, ja, einiges an LP und keine Schwachpunkte. Okay. Das heißt, wir werden mit Fares hier mal wieder unsere Ausrüstung ein bisschen manövrieren und auf den Dunkelboden wechseln. Boden vor allem, Bogen wechseln. Hauen wir einfach mal Feuerrad drauf, schauen, was es macht. Und was macht der Sichelschnitt? Oh, der macht guten Damage. An dem Punkt greift mit Lena, glaube ich, tatsächlich normal an. Weil wir haben halt, wie gesagt, nicht unendlich MP und das ist, glaube ich, die Hauptstärke vom Geomanten. Der Geomant kann potenziell guten Damage machen, ohne dass es auf die eigene MP geht, was unglaublich wertvoll ist. Ich glaube, hier fangen wir auch besser mal wieder mit einer Analyse an. Oh, der hat eine Magiebarriere. Deswegen habe ich mit der Analyse angefangen.
So wurde uns nur Barts analysiert. Es gibt Schlimmeres auf der Welt als das. Da weiß er jetzt, welcher Blutgruppe er angehört. Das ist auch nicht unwichtig zu wissen. Warte, wie kann das Ding noch leben? Da stand doch nur, das hat 600... Ah, nee, warte, das hat Barts ja getrackt. Ich war gerade so... Da stand doch, es hatte nur 669 Leben. Wie kann es noch leben? Und dann ist mir aufgefallen, ach, warte, das war Barts MP. Und hier an der Stelle wäre zum Beispiel jetzt Zeitmagie echt gut. Könnte ich Gallup unter Hass setzen, damit er mit seinem schnellen physischen Schaden gut reinhauen kann. Weil eine der Sachen von Berserker mit schwerer Rüstung ist halt, dass er nicht der schnellste ist. What? Das war ein Angriff. Wollen wir uns schon hier runter droppen? Ja, komm, auch nicht. Ein Äfer und eine Hütte. Nice. Ja, komm, mach mal deine schöne Sichel hier. Feuer, ich meine, wird nicht so mega effektiv sein, aber Schaden ist Schaden. Und manchmal reicht der Schaden sogar, um einen alten Magier zum Fall zu bringen, weil, wie man auch aus sämtlichen D&D-Memes kennt, Magier haben nicht so die beste Fähigkeit, am Leben zu bleiben. Okay, hier kann ich nicht runter. Ich wollte das nur kurz checken. Eine wunderschöne Hydra. Weißt du was? Mach mal einen Kraftkoral. Ich glaube, wir können ein bisschen Healing gebrauchen. Die wenigsten von uns sind da noch ganz taufrisch, also machen wir mal. Oh ja, das war unangenehm. Aber sorgen wir dann dafür, dass es der Hydra jetzt auch recht unangenehm wird. Ah ja, Gallup denkt sich so. Keine Sorge, mach ich. Danke, Gallo. Oh ja, hier geht definitiv die Story weiter. Das wollen wir gerade im Moment nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt noch einmal runterbegeben. Nur um da vielleicht zu sehen, dass dort nichts ist, aber... Naja. So läuft es eben manchmal. Und ich muss sagen, die Hydras nerven schon ein bisschen. Eigentlich möchte ich sie mit dem Feuer gerade so dehydrieren, wisst ihr? Und ich weiß, das war mal wieder einer meiner Signature-Fruschbahn-Witze, aber ich konnte mir sowas von nicht verkneifen. Aber hey, wenn ihr an dem Punkt des Displays noch zuschaut, wisst ihr auch, worauf ihr euch einlasst. Und bitte fangt das nicht an zu hinterfragen. Da wäre ich sehr dankbar. Und ich weiß, dass meine Aussage, dass ihr das nicht hinterfragen sollt, genau zum Gegenteil führt. Aber das bin ich bereit, in Kauf zu nehmen. Sehr sogar. So, irgendwo hier konnte man sich runtertroppen. Ah ne, hier war der Checkpoint, da wollen wir gerade nicht hin. Wir wollen nämlich zurück. Zurück auf die zweite Ebene. Machen wir erstmal einen Gaia, um die anderen beiden loszuwerden oder fast loszuwerden. Bevor der Kollege sich dann halt hält. Oh ne, ich wollte eigentlich auf alle machen. Ja, jetzt auch egal. So, mein lieber Fächer. Jetzt wirst du wohl niemand mehr zuwedeln. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest.
Aber wir sind hier nicht im antiken China, wo du einen hohen gesellschaftlichen Standard erfährst. Wir sind leider in einer mitteleuropäischen Steampunk-Fantasy-Welt. Weil, ich meine, Steampunk, seht euch dieses Luftschiff an. Das ist gefühlt Peak-Steampunk. Mit diesen ganzen drehenden Zahlenrädern und allem. Das gibt mir so harte Steampunk-Vibes. Es ist keine Pumpe. Im Gegensatz zu einem Brot, das ich nicht mag, den Pumpernickel. Das ist eine Pumpe, offensichtlich, steckt ja im Namen. Und geht gerne ins Fitnessstudio. Bartz hat Fallen aufspüren gemeistert. Okay. Master One Job. Oh. Ah, damit ist der Geomant schon fertig. Das ist interessant, dann braucht er ja gar nicht viel. Das heißt aber auch, dass wir natürlich unseren Beruf ändern werden. Zu... Ja komm, machen wir den Weißmagier. Und der bekommt natürlich Gaia dann als Zusatz. Ich würde tatsächlich den Heilerstab nehmen. Weil unsere Magie ist der entscheidende Wert an der Stelle. Ich war noch am Überlegen, ob ich vielleicht die Zeitmagie nehmen soll, aber nee. Okay, ich wollte eigentlich Gaia drauf wirken, aber Galuf erledigt das schon. Ich bin mal gespannt, was wir für diese riesige Menge von MP bekommen, die man für Berserker braucht. Weil diese Menge von MP ist halt straight up absurd. Dementsprechend bin ich da wirklich gespannt. 400 Fähigkeitspunkte sind verdammt viel. Und ich denke, es wird irgendwas sehr Starkes sein. Komm, gehen wir mal wieder runter. Und das Schlimme ist, ich weiß jetzt schon, ich werde mich auf meinem Rückweg verlaufen. Aber man muss das ganz schön taktieren mit dem Fächer, der jetzt dabei, wenn der Fächer dabei ist. Nicht, dass ich das schlecht finde. Ich finde es ehrlich gesagt ganz nice, aber es ist halt eine Anmerkung. Das wird Galuf ganz schön wehtun. Aber nicht so sehr, wie wir diesem Gegner da gleich wehtun werden. Also. Wie heißt doch so schön ausgleichende Gerechtigkeit oder so? Oh, das Ding kann sich heilen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Aber wir haben dem gerade mehr Damage, fast doppelt so viel Damage gemacht, wie um das es sich geheilt hat. Oh. Das macht der Heilerstab also. Lena hat Singen gemeistert. Es kann sie wunderschön singen. Und auch bei ihr. Ist das jetzt komplett durchgeskillt? Wisst ihr was? Ich glaube, dann hole ich den Baden auch mal tatsächlich raus aus der Rechnung. Und lass sie jetzt noch ein bisschen Beschwörer trainieren. Weil wir brauchen den Freeze auf den Gegnern gerade nicht mehr so viel. So genau, ich wollte hier hinten das alles noch erkunden, wo ich nämlich noch gar nicht war. Warte, wenn das heilt, dann was... Dann kann ich hiermit jetzt Lena... das ist ja praktisch. Komm, machen wir einfach mal Chocobo als Beschwörung. Wird zwar jetzt nicht die Welt an Schaden machen, aber es ist Schaden, den wir gerne mitnehmen und ich glaube tatsächlich, sonst würden wir mit 4 MP kaum Schaden machen, egal was wir sonst tun. Also nehmen wir es mit.
Eine Phönixfeder. Und hier oben können wir nicht zu der Kiste. Oder will wohl jemand eine neue Aera prägen? Wenn ich das so richtig sehe. Es ist halt nur ungewohnt, seine eigenen Teammitglieder praktisch zu schlagen. Aber hey. Soll vorkommen. Und es ist ja zu einem guten Zweck. Redet er sich ein, während er seine Kameraden schlägt. Ah, und dann kommen wir hier hin. Und von da aus kommen wir da hinten zu der Kiste. Ah, nice. Und das Gute ist, mit dem Heilerstab brauche ich auch gar nicht zum Heilen. Wenn ich denke, dass Bartz da an der Stelle eh nicht viel machen kann, kann ich einfach einen meiner Mitstreiter heilen. Ich bin deswegen tatsächlich gerade am Überlegen. Ist nur eine Überlegung, ob es vielleicht dann sinnvoll wäre, Bartz als Zeitmagier jetzt zu trainieren und ihm tatsächlich keine Heilfähigkeit zu geben. Weil ich muss gerade checken, wie es mit Zeitmagiern ist. Die können auch Stäbe verwenden. Okay. Kann ich ihm nämlich als Zweitfähigkeit Gaia geben? Ihm den Heilerstab ausrüsten. Und solange er dann selbst keinen Schaden nimmt, kann er dann heilen. Und er kann, wenn es nötig ist, dann auch noch, oh, das war jetzt nicht so clever, egal. Oh, jetzt... Oh, ne, warte, Schallwelle macht dem Gegner actually Damage. Okay. Das ist gut zu wissen. Oh, wir können mal wieder ein bisschen was Heftigeres beschwören. Komm, Ramu. Mach du mal wieder die Show hier. Zeig dich als Ramukensau, wie du bist. Ja, und ich habe aus irgendeinem Grund mache ich in diesem Part oder heute. Oh, ich bin so dumm, ich habe wieder den Gegner angegriffen. Das ist ein Automatismus. Mache ich heute, also in diesem Part und im letzten, sehr viele Wortwitze mit Ramu. Aber hey, ich denke, es gibt auch Schlimmeres. Und das wird einige Wamufications haben, da bin ich mir so sicher, aber... Ja. Ein Goldschild, Wir ignorieren den Fakt, dass das vermutlich recht schnell eingeschmolzen werden kann. Und Galuf bekommt es als Berserker, der zweihändig als Fähigkeit hat. Natürlich noch nicht, aber es ist gut zu haben. Und ich bin gerade am es in Erwägung am Ziehen, einfach mich nochmal bis zu dem Checkpoint vorzuarbeiten und das nicht, und das vielleicht offscreen zu machen. Aber wisst ihr was, ich denke mir halt auch, so ein kleiner Part mit Überlänge spricht da eigentlich nicht so viel dagegen im Moment, oder? Fares hat Bogen okay gemeistert. Oh, der Jäger braucht aber auch verdammt viel fürs nächste Level. Bin ich gespannt, was das wird. Ich meine, wir werden so schnell nicht vom Jäger runterwechseln. Oh, das ist unschön. Ich muss sagen, andersrum sehen die verhexten Fächer noch hässlicher aus. Ist relativ interessant, wenn ihr mich fragt. Machen wir mal Gravitas auf den einen. Und schauen wir mal, ob wir sie zu Ifrit, sie zu Pomfret verarbeiten kann. Nicht ganz, aber hey. Es hat sie gut angedamaged, also das nehmen wir gerne mit. Hier wäre einfach nur ein verdammter Checkpoint gewesen.
Naja, da will mir das Spiel vermutlich was sagen. Dann werde ich nämlich an dieser Stelle hier speichern und den Part beenden. Ich hoffe, ihr seid bereit für die Entwicklung, die es auf diesem Luftschiff geben wird, im nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne Abo, Like, Kommentar da, ihr kennt die Chose. Ich habe gehört, so eine Glocke zu aktivieren soll auch helfen, also macht das, wenn ihr wollt. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Resttag. Bis dann. Ciao.